So, wir haben eine neue Woche. Ich hatte heute was heißt, einen anstrengenden Tag. Ich habe eigentlich viel gestreamt, Fädenboden gezogen. Ich habe gut gegessen. Ich habe Orthopädie von Fäden gezogen. Was habe ich noch gemacht? Ich war eine Pfeife rauchen. Ja, für die Seele. Ansonsten kann ich ja nicht viel machen. Ich werde mich jetzt hinlegen. Ich habe jetzt, glaube ich, den ganzen Tag über 9 Stunden oder 10 Stunden gestreamt, jetzt 6 Stunden, vorhin 4 Stunden. Bin echt kaputt. Aber irgendwie muss ja auch Geld reinkommen. Kann ja nicht mal arbeiten. Nein, alles gut. Und ansonsten, Diät ziehe ich weiter durch. Es läuft, auch wenn es anstrengend ist. Ja, was soll ich euch noch erzählen, Leute? Ich bin gebrochen vom FIFA. Das kann ich euch erzählen. Dieses Spiel ist. Egal, morgen neues Glück. So, Männer, ich hau mich hin. Morgen noch ein, zwei Termine. Auch mit Krücke und Bein und so geht das. Also, ciao, ciao. Das ist mein Frühstück: Kaffeepulver, Zitrone, Shake. Mein Frühstück habt ihr gerade gesehen: Zitrone mit Kaffeepulver, so als Shot. Und halt ein Shake. Ja. Ich habe jetzt einen Termin. Ich gehe zu einer Fußballschule. Da sind kleine Knirpse, den zeige ich nochmal das einmal eins im Fußball, siehst du. Außer mit meinem Bein. Aber geht schon klar. Kriege ich hin. Kinder anstrengen kann ich eh gut. 20, ne? Maximal 30 Grad. Wir fangen aber erstmal bitte mit 18 oder mit 20 Grad kurz an. Nur um erstmal zu testen. So. Ich fange heute damit an, mein Knie das erste Mal zu bewegen. Ich habe richtig Angst. Ich habe die Maschine, ich zeige euch das gleich. Okay, sie bewegt sich. Irgendwas macht sie. 90 Grad, 0. Okay, stopp mal, ich stopp. Du bist bei 3. Also zählst mir bitte, wie viel Prozent? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Wollen wir mal die Quest abmachen? Weil ich. Machen wir Soll ich abmachen? bitte. Bitte, ja. Sie haben gesagt, ich kann abmachen heute. Okay, danke. Aua. Ist mit Liebe abgezogen, hä? Habe ich gemerkt. Hier Halbe blimmt Stunde, sie. ja, bis halb. Ja. Bin jetzt weg, Schatzi. Ja, okay, danke, Schatz. Viel Spaß. Bis nachher. Warte mal kurz. Ich habe jetzt auf 25 gestellt. Nee, danke, Schatz. Das sind jetzt 25 Grad, glaube ich. Hier, ja, die. So sieht das ungefähr aus. Oh mein Gott. Das sind jetzt 30% und das ist sehr, sehr. Sehr unangenehm, muss ehrlich zugeben. Was mache ich jetzt? Ungefähr eine halbe Stunde. Nachlassen. Anspannen. Ja. Nachlassen. Gut. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen gezielter anzuspannen, dass du mal versuchst, die Kniescheibe hochzuziehen. Genau. Und wieder locker lassen. Und nochmal anspannen. Locker lassen. Und anspannen. Und locker lassen.
Tasten. Ich habe jetzt mal hier an der Innenseite ein bisschen Widerstand und du versuchst da mal ein bisschen gegenzuspannen. Locker lassen. Mhm. Und nochmal. Anspannen. Locker lassen. Und anspannen. Und locker lassen. Dasselbe machen wir von außen. Und anspannen. Locker lassen. Ausdrücken. Ja, fast. Weil das Gewebe unter der Narbe, das verklebt ja. Wenn das halt nicht bewegt wird, dann kann das im Endeffekt dann passieren, dass dann mindestens 10 Grad in der Beweglichkeit dann fehlen. Echt, ja? Und die Narbe kann dann auch dick und wulstig werden. Und wir wollen ja, dass sie eigentlich schön glatt und eben wird und kaum noch auffällt. Von daher kann man wirklich, wie gesagt, immer so ein bisschen mal verschieben oder mal so leicht auseinanderziehen. Ja, wir müssen halt noch so ein bisschen gucken, weil er halt noch ein bisschen Schorf drauf ist. Da ist halt noch nicht. Also gerne aufholen, das Ding. Das juckt ein bisschen am Rippen. Aber ist doch gut, wenn es juckt. Ein bisschen auf den Kapselspannermuskel mal mit drauf, dass er ein bisschen lockerer ist. Mhm. Kriegst du sonst auch noch Lymphdrainage oder ähnliches? Er sollte sich danach kriegen. Mhm. Okay, wir übertragen jetzt theoretisch Kraft von der gesünderen Seite auf die betroffene Seite. Na los, komm. Und locker lassen. So, erste Variante. Ich gebe jetzt hier an der Ferse Widerstand, indem ich zu mir ziehe und versuche die Ferse rüber zu drücken und immer noch das Knie zur Nasenspitze. Das ist was ich überlegen gemacht. So, und los. Komm. Jetzt merkst du die Spannung etwas mehr innen. Locker. Ich hätte dich nicht drauf. Sehr schön, da ist es genau richtig. Und nochmal, komm. Ja, zieh ich ihn gleich hier von der Wand. Locker. Jetzt rutsch mal mit dem Becken nochmal ein bisschen in die Mitte. So, einmal noch. Locker. So, ich sitze wieder im Auto Richtung Reha mit meiner lieben, netten Lebensabschnittsgefährtin Jill. Ja, heute gestern Reha gehabt, heute wieder Reha gehabt oder heute wieder Reha. Dann ach, morgen steht nichts an und das Wochenende wird auch ein bisschen ruhiger. Deswegen, ja, Reha ist aber immer so, wir machen zwar nicht viel und so, aber das, was wir machen, dann, das tut dann schon ganz schön, das heißt nicht weh, aber es ist halt unangenehm, ne? Naja, und jeden Tag dieses Gerät nutzen, die Schiene nutzen, alles ein bisschen, nicht nervig, aber halt alles unnötig, wirklich. Ja, Alter, einfach die Kniescheibe gebrochen. Egal. Komm. Jutti, bis nachher. Ich würde sagen, dass du die hübscheste Kamerafrau bist auf der Welt. Kannst du den Leuten erklären, was wir hier machen? Dafür bist du doch da. Nee, du kannst das besser. Deine Stimme ist schöner, angenehmer. Tim, warum bist du so? Weißt du, was du seit 10 Wochen machen wolltest? Lymphdrainage. Ach, das machen wir. Ja, jetzt redest du. Bis zum nächsten Mal.
Wie bitte? Wann bist du nächstes Mal hier? Ich glaube Dienstag und Freitags war das nächste Woche. Kann man mal den Ivermart nehmen. Den was? Ivermart. Was ist das? Den nehmen wir. Hm? Das Ding da? Hm? Das ist ja nichts für eine Frau verdeckt alles. Ist es angenehm? Es ist, ja. Letztendlich ist es Strom, ne? Was durch den Körper fließt. Das ist eine Aktivierungsstimulation. So, was machst du hier? Ich brauche diese Therapeuten, das würden sie doch ein bisschen was hier machen. Ein bisschen Sturm. Ja, dann muss ich wissen, wo fahren sie dann? Haben sie irgendwie zu wild. Das ist aber ein Gesicht hier. Warum bist du so? Aber das ist gut, weil ich habe mal gemerkt, das ist ganz schön hart da hinten bei dir, wenn ich da ein bisschen massiere. Versuch mal deinen Fuß zu schrecken. Nur den Fuß. Ja, genau, dass du ein bisschen tiefer kommst. Tut weh, oder was? Ja, meine Knie tut ein bisschen weh. Also meine Nase, so, glaube ich. Weil du drauf liegst wahrscheinlich jetzt, ja. Nee, ich liege hier die ganze Zeit drauf, es geht. Leran, der sich nicht bewegt, wird dann zum Quark oder zum Käse. Also wird richtig fest. Und so ist der Körper auf. Hätte ich ja nicht gedacht. Dass man ja Wadeträgerpunkte hat. Im Knie oder Rücken? Knie, ja, ich. Okay, lass locker. Lass mal entspannt bleiben, Schatz. Sie bist nicht ganz sauber. Oh Gott, das ist wie ein Messerstich oder so weiter. Mhm. Jetzt lockern wir ein bisschen die Hüfte, oder? Was für so ein. Oh, dieser Rückweg tut weh. Okay. In der Kniescheibe, aber da muss ich. Oh. Hier ist er richtig fest. Ihr müsst mehr massieren zu Hause. Und zwar die Narbe auch. Oh, Alter, ekel ich mich ein bisschen vor. Also wirklich. Sonst jetzt verklebt die. Und die ist genau über dem Gelenk, ja? Ja. So von außen. Vielleicht machst du was drüber, sodass du es nicht siehst. Hand. Dann machst du einfach nur in der Richtung. Zusammen, ja? Nicht nach außen. Ja. Also nicht so hier, sondern eher zusammen. Ja. Und leicht. Dass hier alles lockerer wird. Lockerer wird, weil hier auch die Kniescheibe sollte eigentlich beweglicher sein, ne? Nach rechts. Ja, da sind ja auch Schrauben dran. Das ist normal, dass das. Oder? So darf man. Ne? Im schmerzfreien Bereich darfst du. Ich bin draußen an der frischen Luft und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gestern gar kein Video gemacht. Warum ist das? Weil ich
Ich war einfach den ganzen Tag müde, kaputt. Hab auch nichts wirklich viel gemacht. Ist halt nervig. Ich kann halt echt nichts machen. Und es ist halt langweilig. Also wirklich, ich weiß nicht. Ich bin an so einem Punkt gerade so, wo ich mich frage. Ist ja richtig. Sonntag. Und die Woche war. Das ist sehr, sehr langweilig alles. Keine Ahnung, Mann. Ich kann nichts machen. Ich kann nur rumliegen. Ich kann hier ein bisschen mit meiner Schiene trainieren, aber ich kann ansonsten nichts machen. Und das fuckt einfach ab. Ja. Das Gute ist, jetzt ab nächster Woche geht, oder ab morgen, Montag geht meine Reha, beziehungsweise ich werde weiter meine Reha machen, ganz normal. Krankengymnastik und ein bisschen Lymphdrainage. Zusätzlich werde ich jetzt aber noch anfangen, ein bisschen für den Oberkörper zu trainieren, also ein bisschen mehr zu machen. Und ich werde mich auf jeden Fall Montag, oder nee, Dienstag, wenn ich bei dem Dings bin, mal wiegen. Damit die jetzt mal so ein Anfangsgewicht haben und wo ich dann hin muss ungefähr. So, das war's für die Woche. Alles so zäh, ne? Sehr, sehr zäh. C, A, B, C, D, E, F, G. Sehr, sehr zäh. Also sehr anstrengend. In diesem Sinne. Bis morgen.